Hallo und willkommen zur neuen Folge meines Blotcasts. Das Thema heute: Welche Aufgaben hat eigentlich Blutplasma und warum ist es so wichtig? Natürlich habe ich auch einen Gast an meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, Plasma. Hi, Mr. Wayne. Plasma, alle kennen deinen Namen, aber die wenigsten wissen, wer du wirklich bist. Erzähl doch mal etwas über dich. Gerne. Sicher wissen die meisten, dass ich wichtiger Bestandteil ihres Blutes bin. Ich bestehe zu 91% aus Wasser. Den Rest, Nährstoffe, Hormone, Mineralien und mehr als 120 verschiedene Eiweißstoffe, also Proteine, transportiere ich wie eine Art Speditionsunternehmen. Die Eiweiße sind übrigens zum Beispiel zur Blutgerinnung und zur Abwehr von Infektionen lebenswichtig. Außerdem bringe ich auch den Müll raus, transportiere also die Abfallprodukte des Stoffwechsels aus dem Körper. Klingt, als hättest du eine ganze Menge zu tun. Das war noch nicht alles. Außerhalb des Körpers habe ich noch einen Zweitjob. Ich bin auch einer der entscheidendsten Mitarbeiter bei der Gewinnung lebenswichtiger Medikamente. Medikamente? Aus Plasma? Ja, sie werden zur Behandlung von verschiedenen Krankheiten, wie der erblichen Blutgerinnungsstörung, der Hämophilie, eingesetzt. Die kennst du vielleicht als Bluterkrankheit oder auch bei primären, also angeborenen Immundefekten oder den sekundären, den erworbenen Immundefekten. Wow! Okay, aber da frag ich mal scharf nach. Was genau kannst du tun, um bei diesen Krankheiten zu helfen? Nehmen wir die Immundefekte noch einmal als Beispiel. Häufig entstehen sie, wenn PatientInnen einen Antikörpermangel aufweisen. Genau diese Antikörper, die wir in der Medizin Immunglobuline nennen, werden aus Plasma gewonnen. Und daraus kann ein Medikament hergestellt werden. Es wird quasi ersetzt, was fehlt. Und wie läuft das bei der Hämophilie? Bei sogenannten Blutern gerinnt Blut deutlich verzögert, da ein bestimmtes Eiweiß dazu fehlt. Dadurch schließen sich auch Wunden langsamer. Im schlimmsten Fall kann das bei inneren Blutungen oder großen Verletzungen lebensgefährlich werden. Mit den aus Plasma gewonnenen Gerinnungsfaktoren können wir den Menschen helfen. Bei so vielen wichtigen Aufgaben hast du ja kaum Zeit zum Durchatmen. Musst du dich nicht eigentlich vertausendfachen, um allen Leuten helfen zu können? Im wahrsten Sinne. Natürlich schaffe ich das nicht allein. Vielleicht hat dir deine Mama früher auch erzählt, dass der Weihnachtsmann überall auf der Welt Helferinnen braucht, damit alle Geschenke rechtzeitig verteilt werden. So ist das auch bei mir. Denn ein bisschen von mir, also Plasma, steckt in jedem von uns. Deswegen sind Plasmaspenden auch genauso wichtig wie Blutspenden. Du erinnerst dich an die Immundefekte? Allein für die einjährige Behandlung einer Patientin sind 130 Spenden nötig. Für die Behandlung der Hämophilie sogar bis zu 1300. Unsere ZuschauerInnen interessiert zum Abschluss jetzt sicher, wie so eine Plasmaspende aussieht. Bei der sogenannten Plasmapherese wird dir, wie bei der Blutspende, Blut entnommen, um das Plasma herauszufiltern. Alle anderen Bestandteile fließen wieder zurück in deinen Arm. Dabei gibst du ca. 650 bis 850 Milliliter Blutplasma ab. Dieses wird von ExpertInnen streng kontrolliert, bevor es zu Medikamenten verarbeitet wird. Und das Beste, wenn du als SpenderIn geeignet bist, kannst du jede Woche eine Spende abgeben. Vielen Dank, Plasma. Ich glaube, wir haben dich jetzt alle viel besser kennengelernt. Da bleibt nur noch zu sagen, Plasmaspenden sind wichtig. Informiert euch am besten jetzt, welche Möglichkeiten es in eurer Nähe gibt. Habt ihr noch Fragen? Dann ab damit in die Kommentare. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, drückt ihr einfach die Glocke. Bis zum nächsten Mal.